might never, ever, ever be sober. No, I will never, ever be sober. Cause every time I'm thinking that it's over, your love got me tripping, I'm so addicted. You see, I ain't usually the type of guy to let a girl get out up inside my mind, inside my blood, pumping through my heart. Used to be a player, boy, now who would've thought that I would've settled down, wanted to keep around. Used to hold a couple chicks, I don't even need them now. I got me one that could do it all. Probably not the one, but it's food for thought. At first she blew me off, she was playing games. But you know me, checkmate only takes a day. I think it's safe to say, she's in my bed to stay. 110 pounds, but 11 is heavyweight. She my dirty little secret. So, willkommen im Mokka X. Also, dann fahren wir mal eine Runde. Draußen habt ihr es schon gesehen. Das erste, was ihr gleich sehen werdet, wir haben Apple CarPlay und es funktioniert auch Android Auto. Also CarPlay könnt ihr, ja, Telefon, Musik. Ich habe jetzt keine Musik auf meinem iPhone. Aber ihr könnt Google Maps benutzen, was wirklich sehr geil ist. Und bevor wir dahin gehen, guckt mal da raus. Ihr seht, da ist Schnee. Da machen wir einfach mal den Button hier. Dann haben wir im Armaturenbrett die Hill Descent Control an. Was macht Hill Descent? Das bremst das Auto automatisch ein bei steilen Abfahrten, damit das Auto nicht zu schnell wird und ihr, ja, links oder rechts davon wegballert. Also, wie ihr seht, Hill Descent Control ist an. Wir haben Apple CarPlay. Oder, wenn ihr die Karte nicht benutzen wollt, geht einfach ins Navi und könnt Navigation benutzen. Here we go. Also, hier haben wir die Top-Variante, den 152 PS 1,4 Liter Turbo-Motor des Mokka X. 0 auf 100 in 9,7 Sekunden, Top-Speed 193 km/h. Verbrauch hatte ich, schauen wir mal, 9,4. Also zwischen 9,4 und 9,2 Liter war das gewesen. Seht ihr, jetzt blinkt und er hat gebremst. Tipp, 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 tipp. Also, wir fahren mal nach rechts. Lassen wir den noch vorbei. So. Na, wir haben so ein Echo-Display hier, wie ihr sehen könnt. Und Verbrauch, ja, Trip-Computer, das gängige Zeug. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist Reifendruck KPA. What the heck ist das? Ich kenne nur Bar und ich konnte es nicht umstellen. Vielleicht geht's, ich habe es nicht gefunden. Also, fahren wir weiter, Tempomat rein. Was ihr über den Tempomaten wissen müsst, 2 km/h Schritte hoch runter, 1 km/h geht nicht und wenn ihr einen Berg runterfahrt, wird das Ding trotzdem schneller. Nur mal so nebenbei. Touchscreen, wie gesagt, funktioniert super. Ja, Audio, okay, hat DAB. Das DAB-Ding funktioniert auch in der Garage, also bei mir in der Garage jedenfalls, wo die anderen DAB-Systeme immer ausgemacht haben. Das finde ich cool. Ansonsten, ja, könnt ihr noch ein paar Sachen hier so einstellen. Was wirklich sehr geil ist, und das zeige ich euch jetzt mal, also zum Glück Sitzheizung ist aus, wir haben Sitzheizung Fahrer-Beifahrer mit hier in dem Modell Aktion gesunder Rücken, AGR, das ist so ein Ding von Opel für Leute, die ja, irgendwas mit Rückenbeschwerden haben oder einfach gut sitzen wollen. Diese Sitze haben Gütesiegel, ja, Aktion gesunder Rücken heißt das. Aber was ich euch zeigen wollte, ist hier oben, OnStar, wirklich sehr geil, jetzt hört mal zu. Verbindung zu OnStar wird hergestellt. Dieser Anruf kann zu Qualitätssicherungszwecken aufgezeichnet werden. Ja, guten Tag. Könnten Sie mir mit der Navigation bitte helfen? Kann ich sehr gerne machen. Wo möchten Sie denn bitte? Renaissance Hotel in Luzern in der Schweiz. Einen Moment bitte. Renaissance, ja? Renaissance Hotel in Schweiz, ja. Wie geht das für R-E-R? R-E-N-A-I. Das gehört zu der Marriott-Gruppe. Was habe ich hier mit Zern? Auf der Pilatusstraße zu führen mit Zern. Kann ich sonst was für Sie tun, Herr Lehmann? Na, das ist okay. Dankeschön.
das Ziel auf Navigation, wenn sich hochgeladen hat, ist gesprächssichere Mannspenden. Bitte drücken Sie keine Tasten und wollen Sie Informationen Navigationsfeld. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Aufenthalt und danke, dass Sie uns angefangen haben. Danke. Ihr OnStar-Gespräch wurde beendet. Auf Wiedersehen. So, was ist passiert? Also, OnStar ist ein Concierge-Service. Ich habe den jetzt angerufen. Dieser Service ist die ersten 12 Monate inklusive, nachdem euer Auto angemeldet wird. Ich habe jetzt angerufen und habe ihm gesagt, ja, hilf mir mal mit der Navigation. Er sucht das raus oder sie sucht das raus, schickt mir das direkt ins Auto und ich muss nur noch Start drücken. Super geil, finde ich. Ja, funktioniert tadellos. Und anstatt jetzt Renaissance, ja, zum Beispiel einzutippen oder irgendwelche schwierigen Namen, macht halt der Typ das oder die Dame an der Hotline für euch. Zweites Ding, was OnStar hat, und das ist das hier, SOS, ist, entweder könnt ihr manuell SOS wählen, wenn ihr in irgendeiner Panne habt oder sowas, oder einen Unfall gehabt habt. Wenn allerdings die Airbags ausgelöst werden, dann werdet ihr automatisch angerufen von einem Callcenter, das ist separat von dem, was wir gerade angerufen haben, das ist wirklich nur für Hilfsdienste und Emergency. Wenn ihr nicht antwortet, also ihr zum Beispiel bewusstlos seid, dann wird automatisch Emergency zu euch, zu der GPS-Location geschickt, wo ihr den Unfall hattet. Super geiles System, sollte es überall geben. Ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Also wir haben ja Sitzheizung, habe ich erzählt, Stadtshop, Park, Pieps da vorne hinten, Rückwärtskamera, Rückfahrkamera. Funktioniert alles super. Das Auto ist sehr bequem. Was ich auch cool finde, ist diese Rundumsicht. Also wie ihr sehen könnt, ich sehe wirklich sehr gut. Die Spiegel sind groß genug, um wirklich alles zu zeigen. Nach hinten haben wir auch gut Platz. Also ich kann locker auf allen 5 Sitzen hier Platz nehmen und hab genug Platz. Ja. Wie gesagt, Verbrauch 9,2 bis 9,4. Das einzige Problem, was wir jetzt mit dem Auto hier haben, wenn man das Problem nennen kann, das ist die Top-Motorisierung der Benziner. 1,4 Liter Turbo mit 152 PS. Es geht, glaube ich, bei 1,6 Litern los mit 115 PS Saugmotor. Der ist der stärkste Benziner. Wenn ihr jetzt aber einen Diesel haben wollt, könnt ihr gerne haben. Der stärkste ist ein 136 PS Diesel. Den könnt ihr auch als Automatik haben. Aber dann gibt es kein Allrad. Wenn ihr dann ein Allrad haben wollt, Diesel, dann gibt es keine Automatik. Das heißt, ihr seid ein bisschen limitiert. Wenn ihr also ein Automatik-Allrad haben wollt, dann müsst ihr den Benziner nehmen. Kein Weg führt dran vorbei. Ja. Ansonsten, was kann ich euch noch sagen? Das war es eigentlich gewesen. Wenn euch das Auto gefallen hat und ihr mehr Infos haben wollt, dann checkt mal den Link unten in der Beschreibung zu Auto Betschen. Das sind die netten Herrschaften, die mir das Auto gegeben haben. Wie gesagt, er hat ja gerade Herr Lehmann gesagt. Herr Lehmann ist einer der Mitarbeiter bei Auto Betschen in Thun. Und das Auto ist halt registriert auf ihn. Ja, oder er ist halt in den Papieren registriert für dieses Auto. Deswegen wurde ich mit Herr Lehmann angesprochen. Also, dann geht einfach unten in den Link und dann findet ihr noch mehr Informationen. Dann kommt ihr direkt zur Webseite vom Auto Betschen. Und ja, ich bedanke mich auch nochmal bei denen, dass sie mir das Auto gegeben haben. Wie gesagt, einen vollen Review könnt ihr bei Auto Review sehen. Das geht in ja, einer Woche, anderthalb Wochen online dann, weil da ist halt ein bisschen mehr zu schneiden. Und was noch interessant wäre für euch, falls ihr jetzt aus der Schweiz seid oder aus dem Raum Thun hier, in der Nähe von Bern, Auto Betschen offeriert im Moment 2.500 Franken Prämie vom Preis, der bei Opel.ch ausgeschrieben ist. Und bis Ende März 2017 gibt es eine 0% Leasing-Kondition, auch ohne Anzahlung. Also sehr, sehr geil. So, wenn euch das gefallen hat, dann bitte Daumen hoch. Jetzt gucken, dass da keiner kommt. Ja, alles okay. Wie gesagt, Daumen hoch. Kommentiert unten, wie euch das gefallen hat. Fragt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Auto oder ansonsten auch zum Kanal oder zu was auch immer. Und teilt das Video, das wäre super. Aber ganz wichtig, halt abonnieren, wenn ihr das geil findet. Und ja, yeah, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.